Am 11.12.2024 um 12.42 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Bonn zu einer treibenden Person im Rhein in Wesseling-Urfeld alarmiert, da die Besatzung eines Rheinschiffs diese der Wasserschutzpolizei meldete. Es wurde zu Wasser, Land sowie Luft gesucht und schließlich linksrheinisch, Höhe Rheinkilometer 688, eine Person im Wasser gefunden. Das Feuerlöschboot 2 Düsseldorf, das sich auf Bewegungsfahrt befand, konnte den Mann bergen. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Identität des Verstorbenen ist derzeit noch nicht geklärt. Ebenfalls sind die Umstände seines Ablebens Gegenstand der sofort aufgenommenen kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und beschlagnahmte den Leichnam. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen erfolgte der Transport zur Gerichtsmedizin. Im Einsatz waren der A-Dienst, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 2, die Feuerlöschboote Bonn, Düsseldorf 2, das Mehrzweckboot, der A-Dienst, die Löschgruppen Lülsdorf, Mondorf, Reit, der Tagesalarm der Freiwilligen Feuerwehr Niederkassel, der A- und B-Dienst, die Löschgruppen Hersel, Widdig, der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim, die Feuerwehr Wesseling, der Rettungshubschrauber Christoph 3, ein Notarzt-Einsatzfahrzeug, ein Rettungswagen, 4 Funkstreifenkraftwagen, der Kriminaldauerdienst und die Wasserschutzpolizei.
Später setzte das Feuerlöschboot Düsseldorf II die Bewegungsfahrt fort. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.